Weiter geht's am E30 M3-Projekt. Heute möchte ich mich ein bisschen näher mit dem Motor beschäftigen. Ich möchte den jetzt wirklich mal starten, gucken, dass der vernünftig läuft. Also nochmal einen Startversuch und mal schauen, wo wir jetzt überhaupt hier stehen. Was man hier leider deutlich raushört, ist, dass der nicht auf allen 8 Zylindern läuft. Das sind also nur 7 Zylinder. Das merkt man so, dass er so ein bisschen düt-düt-düt-düt macht, wenn er läuft. Also 8 Zylinder läuft normalerweise extrem ruhig, ganz sauber, seidig. Da sind keine einzelnen Verbrennungstakte zu hören. Na, jetzt fange ich halt mal an, hier die Zylinder abzutasten, die Krümmer, und untersuche, ob jetzt irgendeiner kalt bleibt. Und ich hatte ja letztens schon bei der Zündkerze vorne rechts, also Beifahrerseite erster Zylinder vorne, schon die Vermutung, dass dieser Zylinder noch nicht gelaufen ist, weil er die Kerze noch ganz nagelneu aussah, unbenutzt. Und so ist es auch. Also der Zylinder da ganz vorne rechts, der schwächelt, der läuft nicht mit. So, jetzt habe ich es erstmal getestet. Also dieser Zylinder, der funkt nicht. Da ist kein Zündfunken vorhanden. Ich habe dann diverse Spulen ausgetestet. An der Spule selber liegt es nicht, an der Zündspule. Also Kabelbaum überprüft, sieht soweit erstmal alles okay aus. Dann habe ich auf Verdacht mal das Steuergerät getauscht und siehe da, das Steuergerät ist hier also die Ursache. Nachdem ich ein Steuergerät eingebaut hatte, was ich noch rumliegen hatte, lief das Teil auf einmal auf 8 Zylindern. Genau so muss ich das anhören. Also schöner seitiger Motorlauf, auch beim Hochdrehen da keine unregelmäßigen Geräusche hörbar. Eine Sache ist auch aufgefallen, das sieht man jetzt im Video aber nicht, die Gasannahme ist eher schlecht und es passiert auch überhaupt nichts, wenn ich den Luftmassenmesser anziehe oder abziehe, da ist die Beschleunigung oder das Hochdrehverhalten ungefähr gleich. Da ist also noch was in dem Bereich im Busch. Hier hat man es jetzt gerade mal gehört, also die Gasannahme ist halt, wenn man schnell durchlatscht, das Pedal eher schlecht. Der kommt also nicht so richtig hinterher. Das liegt dann daran, dass der Luftmengenmesser halt nicht funktioniert. Ich habe jetzt angeklemmt, abgesteckt, die Stecker mir angeguckt. Sieht erstmal alles soweit gut aus. Ich hatte ja noch ein Luftmengenmesser mitbekommen, den habe ich jetzt mal rangebaut, aber auch der brachte keine Verbesserung. Jetzt habe ich den Luftmassenmesser aus meinem roten M3 ausgebaut, angesteckt, auch keine Veränderung der Situation. Das heißt, hier ist am Kabelbaum möglicherweise noch was nicht in Ordnung. Steuergerät selber würde ich erstmal ausschließen. Kann aber auch noch irgendwas anderes sein, müssen wir mal gucken. Weil ich da eh gerade zugange war in der Gegend, habe ich jetzt die ASC-Drosselklappe nochmal ausgebaut. Das ist ja dieser Alubogen hier vorne, wo nochmal eine zweite Drosselklappe eingebaut ist. Ist mit 3 Torx-Schrauben an der eigentlichen Drosselklappe angeschraubt. Da kommt dann noch so ein Gummiring drauf, damit dann auch das Plastikansaugrohr dort montiert werden kann. Beim Leerlaufsteller gibt es auch noch einen kleinen Gummi, der rüber muss. Den habe ich jetzt nicht gefunden, also habe ich erstmal mit Isolierband da den Durchmesser angeglichen, sodass quasi das Plastikansaugrohr da jetzt ran kann und auch dicht ist. Luftmassenmesser wieder drauf montiert und dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Probefahrt. Das geht ja auch ohne Luftmassenmesser, ist halt die Beschleunigung nicht so berauschend, aber man kann da eigentlich ohne große Einschränkungen auch fahren ohne Luftmassenmesser.
Ja, die ersten Meter natürlich sehr sanft, sehr behutsam. Muss man hier halt auf alle Geräusche hören, die hier so entstehen können beim Fahren. Dann schaue ich halt, ob die Heizung funktioniert. Die Heizung wird warm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass das Kühlwasser da vernünftig zirkuliert und auch keine große Luft drin ist im System. Weil die Temperaturanzeige, die scheint hier noch nicht ganz hinzuhauen. Die bleibt also ziemlich weit links die ganze Zeit. Da muss ich mal schauen, was los ist. Aber ansonsten erstmal. Der Motor läuft erstmal sehr seitig, alles soweit ganz ruhig, ohne Vibration. Alle Gänge funktionieren, Schaltgestänge kann man auch eigentlich so lassen. Stört eigentlich gar nicht, dass das beim nach hinten Schalten dann so ganz leicht die Konsole berührt. Das ist also jetzt nichts, was jetzt akut Probleme machen würde. Die Reifen haben leider doch ordentlich Höhenschlag, die kann man aber vermutlich nicht mehr retten. Das merkt man beim Fahren also ganz deutlich, dass das ganz schön vibriert. Ich werde die nochmal ein bisschen weiter einfahren, ein bisschen weiter rundklopfen und dann nochmal auswuchten lassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich die neu machen muss. Vielleicht sind es auch nicht alle, weil es hat ja nur auf der Beifahrerseite komplett platt gestanden. Auf der Fahrerseite war kurioserweise noch genug Luft drauf. Ansonsten, Auspuffsound ist sehr angenehm. War ja auch zu erwarten mit dem E36 M3 Endtopf. Sehr leise, total zurückhaltend. Also nichts, was jetzt hier im Alltag auffallen würde, negativ. Kann man also alles so gelten lassen. Kleine Spielerei hier, ne, mit einer Diode das Nebellicht mit bremsen lassen. Kann man machen, sieht ja nicht ganz cool aus. Also erstmal erfreulich hier die Probefahrt, keine besonderen Vorkommnisse. Da würde ich mich jetzt mal eine längere Tour trauen und den Tank mal auffüllen an der Tankstelle, weil das sind ja jetzt ja nur die 10 Liter drin, die ich hier noch im Kanister hatte. Und dann ja, könnte ich mal weiter gucken, Kabelbaum näher untersuchen, die Pins vom Luftmassmesser zum Steuergerät würde ich jetzt mal durchmessen. Der ganze Kabelbaum gefällt mir allerdings nicht. Wenn jetzt da noch größere Defekte sind, würde ich ihn einfach austauschen. Ich habe noch da einen schönen rumliegen, der mir eigentlich besser gefallen würde vom E34. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Leider bin ich nicht bis zur Tankstelle gekommen. Zwischendurch musste ich dann nochmal anhalten, weil ja, das Kühlwasser übergekocht ist, also da am Behälter der Deckel nachgegeben hat. Ich vermute mal, der ist generell nicht geeignet für die Druckverhältnisse im E30. Ich glaube, der öffnet schon bei 1,6 Bar und ich glaube, der Motor macht ein bisschen mehr Druck. Der Elektrolüfter, der lief auch, habe ich dann gehört. Der hat aber auch scherbelnde Geräusche gemacht. Der scheint also auch nicht so ganz in Ordnung zu sein. Naja, also war nichts mit Volltanken, sondern Abschlepper holen und das Fahrzeug wieder nach Hause bringen und dann weiterbauen. Musik